Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stando Gaming und heute spielen wir Notruf Hamburg in den LKW. Ja, links kann man sagen. Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stando Gaming und heute spielen wir den Notruf Hamburg Roleplay Dingsbums Spiel und ich bin LKW-Fahrer und der Chef hat gesagt, wir sollen so schnell wie es geht ankommen. Also am besten so schnell fahren wie es geht aus und nicht geblitzt werden. So. Und jetzt wurde ich geblitzt. Es war noch grün. Ey, es war doch noch grün! So. Dann fahren wir jetzt mal nach links. Denn wir müssen ja so schnell wie es möglich geht ankommen. Und nicht zu spät sollen wir kommen. Das hat der Chef gesagt. So, dann fahren wir jetzt hier mal langsam. So. Diese blöden roten Ampeln. Über rote Ampeln dürfen wir leider nicht fahren. Sonst kriegen wir Ärger von der Polizei und ja. Kannst jetzt mal grün werden. Ich hab's eilig. Danke, Ampel. So. Dann fahren wir jetzt hier mal 80, obwohl 70 erlaubt ist. Jetzt müssen wir wieder 70 fahren, sonst werden wir geblitzt. So. So. Gleich sind wir da. Brems! Oh. Das war knapp. So. Jetzt war es aber wirklich noch gelb. Wäre ich jetzt geblitzt worden, dann hätte ich das Spiel echt nicht verstanden. So, jetzt müssten wir drinne sein. Ja. Geschafft. So. Müssen wir dahin. Besser ohne geblitzt zu werden. Fahren wir hier mal kurz. Wir umfahren die Ampeln. Damit sparen wir auch Zeit. Polizist, geh weg. Jetzt müssen wir, glaube ich, wieder zur LKW-Firma. Ach so, stimmt, hier darf man ja nur 50 fahren. Ja, egal. Geblitzt werden ist nicht schlimm, wobei das auch eine Strafe gibt. Aber das ist ja nicht schlimm für mich, denn immerhin muss der Chef das ja bezahlen, ne? Ab 70.000? Ah ja. So, dann fahren wir eben hier rein. Und dann rückwärts. Das ging relativ schnell. Wobei ich kann auch geradeaus weiterfahren. Das ist jetzt nicht so ein großer Unterschied. Will ich jetzt rechts oder geradeaus weiterfahren? So, jetzt muss ich nach links. Jetzt muss ich gleich wieder 50 tuckeln, weil hier ein Blitzer ist. Okay, war relativ gut. Jetzt ist er natürlich rot geworden. Oder auch nicht. Jetzt ist es wieder grün. So. Scheiße. Okay.
Okay, so, dann müssen wir jetzt... Ah, da leuchtet's grün, dann müssen wir da rein. Am besten auch rückwärts. So, und dann 41 fahren. Jetzt müssen wir... Wo müssen wir hin? Ah, da, okay. Dann fahren wir jetzt nach da links. Mann. Und diese blöde rote Ampel mal wieder. Das ist immer blöd. Das geht gar nicht. Dass immer rot ist. Aber naja. Salat, das war ein bisschen laut. Kamera fahren, okay. Man darf, glaube ich, 55 fahren und dann wird man halt geblitzt. Also 54 darf man fahren und ab 55 wird man geblitzt. Und jetzt wird's rot. Die Ampel grün. Ja. Fahr ich einfach hier lang. Ha. Einfach Ampel ausgetrickst. War ich hier nicht gerade schon? Naja. Egal. Also eigentlich war ich hier gerade schon. Naja. Ist ja nicht schlimm. Dann fahre ich halt nochmal hier lang. Und jetzt wurde ich natürlich wieder geblitzt wegen diesem Scheiß hier. Ach ja, Junge, ich bin doch extra noch vom Gas runtergegangen. Ist das hier grün? Ja, jetzt ist es rot geworden. Ne? Dann bin ich drüber fahren will. Ja, und jetzt werde ich auch noch geblitzt, obwohl ich nicht mehr drüber gefahren bin. Ach, was für ein Rotzspiel. Also echt, man wird geblitzt, ohne dass man eigentlich geblitzt hätte sein dürfen. Egal. Ich reg mich nicht auf. Ist eh nur ein Spiel, ne? Wie viele jetzt sagen würde, es ist nur ein Spiel. Ja, aber manchmal gehen mir Spiele auch dezent auf den Sack. Ist einfach so. So, während der Fahrt darf man ja eigentlich nicht ans Handy. 49. Perfekt. Wir brauchen, glaube ich, 4500 für das nächste LKW-Dingsbums. Und ich weiß gar nicht, ich habe 2000 irgendwas gerade mal. Das heißt, wird ein langer Weg auf jeden Fall. Was ich auch vorhabe, ist, wenn ich dann ein Monitor habe, was 16:9 kann, zu streamen. Und auch vor allem... Streams zu machen von diesem Spiel hier, dass ich diese und diese XPs farme und das farme. Könnte sein, dass ich in 4 Wochen bzw. sechs Wochen die XP schon habe, aber vielleicht mache ich auch einen Stream darüber, keine Ahnung. Muss ich da mal gucken. Werde ich mir dann mal muss ich mich noch entscheiden, meine Will. Ich muss auf jeden Fall gleich tanken. Muss ich hier mal gleich links. Was auch mal hier passiert ist, ich habe keine Ahnung. Die sind ein YouTuber, was?
Warum kennt mich hier eigentlich jeder gefühlt aus Notruf Hamburg? Hat sich anscheinend rumgesprochen. Deswegen kriege ich Freundschaftsanfragen die ganze Zeit. Also ohne Spaß jetzt, ich krieg gefühlt die ganze Zeit Freundschaftsanfragen. Und ich check nicht warum, weil eigentlich kennt mich niemand von Hamburg. Auf einmal kommt der. Aber er kennt mich. Das ist. Also ich freue mich darüber, dass mich auch Leute hier von Notruf Hamburg kennen, ne? Notruf Hamburg. Also. Das ist schon cool so, ne? Dass Leute auch mich kennen. Das ist schon nicht uncool, sag ich mal. Das ist schon cool, ne? Also anscheinend kennt er mich und jetzt hänge ich fest. Ja gut, egal. Dann würde ich sagen, was das mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.